Mit dem Thema Auto und Motorrad werden wir weitermachen. Genauer gesagt mit dem Thema Autokamera, liebe Zuschauer. Und das ist etwas, was ja gerade in den Vereinigten Staaten, auch in Russland und auch in weiten Teilen Europas seit einigen Jahren schon völlig gang und gäbe ist. Und auch die Deutschen haben langsam aber sicher endlich erkannt, wie praktisch es ist, so eine Autokamera zu haben, oder? Ja, sehe ich eigentlich auch so, denn ich habe seit einer Zeit auch schon eine Autokamera im Auto. Und die hat mir so manche wunderschöne Fahrt an einem Wochenende mal versüßte, denn ich konnte in aller Ruhe mal das aufnehmen, was so vor meiner Fensterscheibe, sprich vor meiner Frontscheibe am Auto passiert ist. Ist eine tolle Sache, aber am Schluss ist so eine Autokamera natürlich auch ein riesengroßes Stück Sicherheit, was mitfährt. Hier sehen Sie jetzt einfach mal schöne Eindrücke von einem traumhaften Sonnenuntergang. Mhm. Wenn Sie jetzt mit dem Auto unterwegs sind und so einen Moment festhalten wollen, empfehlen können wir es Ihnen nicht, mit einer Digitalkamera am Steuer zu hantieren. Und allein da ist so eine Autokamera schon ultra praktisch, denn es ist nicht nur ein Foto, sondern es wird gefilmt. Und Sie sehen es gerade rechts unten im Display auch eingeblendet. Tatsächlich sogar mit Zeit- und Datumstempel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sollte tatsächlich doch mal was passieren. Denn dafür sind die Autokameras so das Beste, was man sich im Auto überhaupt vorstellen kann. Ganz genau. Das ist nämlich Ihr digitaler Unfallzeuge, liebe Zuschauer. Und glauben Sie mir eins, die Kamera, die lügt nicht. Die fängt nämlich die Situation ein, die Sie wahrscheinlich im Eifer des Gefechtes gar nicht wirklich realisiert haben. Um Gottes Willen, gucken Sie sich das mal an. Wenn ich Sie jetzt aber fragen würde, wissen Sie noch, wie das zweite Auto aussah, was an diesem Unfall beteiligt war? War der schwarz? War der blau? War der vielleicht anthrazitfarben? Da geht das Ganze schon los. War es ein Jeep? War es ein SUV? War es ein Kombi und so weiter? Und das geht natürlich mitunter dann auch im Rahmen einer Gerichtsverhandlung aus, wie das Hornberger Schießen. Denn Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene paar Punkte. Hier haben Sie natürlich die maximale Auflösung bis ins HD mit hinein. Das heißt, Sie kriegen hier wirklich gestochen scharfe Videos hin. Fotos machen Sie sogar bis 3 Megapixel. Und auch unser Kollege Harry ist davon schlichtweg begeistert. Der ist ja viel mit seinem Wohnmobil unterwegs und sagte auch, du ganz ehrlich, durch Österreich und durch die Schweiz und auch hier zum Teil durch Deutschland, hier durchs Breisgau, sind das wunderschöne Strecken. Die zeigt er natürlich zu Hause auch seiner Familie. Also was ich wirklich gut finde, wenn Sie tatsächlich mal nach Ungarn runterfahren, nach Polen, nach Tschechien, wunderschöne Länder, allein Budapest eine Reise wert, ein Traum. Wenn es da mal krachen sollte, dann ist das erste Problem immer die Sprachverständigung. Mhm. Denn wer spricht schon fließend Ungarisch? Und wenn es auf der Autobahn mal kracht, ist es meistens so, dass die Polizisten da unten ein bisschen mehr zu sagen haben. Und dann natürlich auch noch mit Fahrzeugen aus einem fremden Land. Das kann ganz schön spannend werden. Wenn Sie jetzt aber ganz klar in einer Situation, natürlich hofft man immer, dass sowas nicht passiert, dann per Videobeweis zeigen können, was denn genau passiert ist, dann ist natürlich auch nachher das Thema, nämlich Schuldfrage, wesentlich einfacher und schneller geklärt, als wenn man das jetzt auch noch mit Dolmetschern machen muss. Also allein da ist eine Autokamera schon eine Riesensicherheit. Und nochmal, für wunderschöne Fahrten ins Ausland, in den Urlaub, vielleicht auch mal, wenn Sie auf der Autobahn einen Erlkönig erwischen, ist mir vor kurzem mal passiert. Ich habe einen i8, ist jetzt ein paar Monate her, noch, also von BMW, diesen neuen Hybrid-Sportwagen. Da war der noch gar nicht aktuell, habe ich den mal mit meiner Autocam so richtig schön gefilmt. Fast 10 Minuten hinterher gefahren, mal so aus allen Blickwinkeln mal geguckt, schon eine schöne Sache. Denn normalerweise, ich habe es gerade gesagt, mit einer Digitalkamera, wenn Sie alleine im Auto sitzen, das funktioniert nicht. Und deswegen finde ich diese Autokameras hochpraktisch. Ja. Und du hast es vorhin angesprochen, Russland und Amerika. In Amerika ist es sogar so, dass Autovermieter keine Autos mehr ohne Kamera rausgeben. Und das Witzige an der Sache ist, dass seitdem die Autovermietungen diese Kameras in den Autos haben, die Autos auch in wesentlich besserem Zustand wieder zurückkommen, als das vorher der Fall war. Das ist tatsächlich gar nicht so. Die Tratzen, ja, jetzt wissen wir auch warum. Liebe Zuschauer, diese Autokamera kostet bei uns nicht ein kleines Vermögen. In dieser Qualität sind 70, 80 Euro, ehrlich gesagt, schon fast ein Schnäppchenpreis. Absolut. Wir haben sie heute für 19,50 Euro. Mhm. Geht natürlich auch an anderer Stelle noch ein bisschen kostspieliger. Und deswegen schauen wir mal beim großen Mutterkonzern vorbei, bei Pearl.de. Da kriegen Sie diese Kamera natürlich ebenfalls, allerdings momentan für 29,90 im Programm. Halte ich immer noch für ein absolutes Schnäppchen. Wir haben sie derzeit im TV-Sonderpreis für gerade mal 19,50 Euro. Und genau deswegen sind natürlich viele, die bis jetzt immer gesagt haben, ich hätte es ganz gerne mal, ist mir aber einfach ein zu teurer Spaß, dann einfach dann wirklich auch dabei, sich dann mit so einer Autokamera einzudecken. Aus Hof schreibt uns unser Kunde genau das, was Kai gerade... Ja, ja, was du gerade im Prinzip auch
auch aus dem Ausland berichtet hast. Da schreibt unser Kunde: Nachdem ich letztes Jahr von einem rücksichtslosen Menschen auf der Autobahn auf der linken Spur bis zum Stillstand ausgebremst wurde, das musst du dir mal überlegen, was da passiert ist, habe ich beschlossen, mir eine Autokamera zu kaufen, um so eine Situation zu dokumentieren. Mit dieser ausgewählten Kamera wird mir das möglich sein. Sie arbeitet sehr zuverlässig und stört nicht den Fahrbetrieb. Ich bin sehr zufrieden, schreibt unser Kunde aus Hof. Jetzt sind Sie dran. Die PX1294 und die 569 für unsere Autokamera für gerade mal 19,50 Euro. HD, die Aufnahmequalität und das nicht nur tagsüber. Das funktioniert auch in der Nacht. Ja, und das sogar mit Bewegungsmelder. Das bedeutet also Nachtsicht und natürlich dann auch aufnehmen, falls Sie nicht im Auto sind. Wie das dann funktioniert, denn normalerweise werden diese Kameras ja über den 12 oder die 12-Volt-Steckdose im Auto angeschlossen. Ganz einfach. In dieser Kamera ist auch ein Akku integriert. Und der gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne Stromnetz bis zu 70 Minuten dann auch noch Aufnahmemöglichkeit hier gegeben zu haben. Wichtig ist aber, wenn man das mal wie hier sieht, wenn so manche Kollegen sich an einem Auto vergreifen, dass man da eben tatsächlich das ganze Bild hat. Und da kann man dann doch eben einige Informationen besser bei rauslesen. Nochmal mit Datums- und Zeitstempel, 120 Grad Blickwinkel, das heißt natürlich auch links und rechts neben der Frontscheibe alles bestens im Bild und sogar bis zu 16 Stunden und das begeistert mich an der Kamera. Daueraufnahmebetrieb mit einer kleinen Micro-SD-Karte mit 32 GB Speicherplatz. Bedienung super easy, 6 Tasten, also da kann niemand was falsch machen. Ja. Genau, das ist es. Übrigens können Sie hier locker mit bis zu 32 GB Speicher rangehen. Und da kriegen Sie locker bis zu knapp 16 Stunden Filmmaterial drauf. Das ist eine richtige Hausnummer. Und natürlich nicht nur das Filmmaterial. Selbstverständlich gehört zu so einer schönen Tour auch mal der passende Ton mit dazu. Egal, ob er freundlich oder vielleicht etwas verstimmt daherkommt. Mikrofon ist natürlich ebenfalls mit dabei. Und so viel Luxus für gerade mal 19,50 Euro, liebe Zuschauer. Da am besten zugreifen, bevor Ihnen andere zuvorkommen. Ich möchte wetten, dass das ein Modell ist, was sehr schnell vergriffen und ausverkauft sein wird. Gerade jetzt auch vielleicht schon drüber nachdenken, so etwas auch mal zu Weihnachten zu verschenken. Ich glaube, da freut sich jeder ambitionierte Autofahrer drüber. Ist die PX1294 und die 569. Und wie gesagt, ich bleibe dabei. Sowas kostet normalerweise ein kleines Vermögen. Wir machen sowas endlich mal bezahlbar. 120 Euro, ja. Übrigens, kleiner Tipp von uns, gerade für Fahranfänger. Wenn Sie jetzt in der Familie jemanden haben, der in den Winter endlich seinen Lappen kriegt, dann ist das auch keine schlechte Sache. Dann machen Sie es genau wie in Amerika und sagen, pass mal auf, du fährst jetzt die nächsten Wochen erstmal mit Kontrolle, dann kann man das auch mal nachbesprechen oder Führerschein ab 17 mit Beifahrer. Natürlich in Deutschland auch schon ein Thema. So, damit Sie gleich loslegen können mit der Kamera, haben wir Ihnen noch eine passende Speicherkarte mit dazu getan und die kostet auch nicht viel, denn die kriegen Sie bei uns für ganz kleines Geld, unter 15 Euro. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass Sie passende Ladeadapter im Auto haben, damit Ihnen eine 12-Volt-Steckdose im Auto keine Schmerzen bereitet. Und da haben wir einen wirklich tollen Adapter von Revolt für Sie. Genau, aus 1 mach 4 sozusagen. Denn ich sag mal, wenn man alleine im Fahrzeug unterwegs ist, hat man vielleicht so eine Autokamera. Man möchte vielleicht auch mal den Akku seines Smartphones oder seines Tablets aufladen. Gerade auch, wenn es vielleicht mal in den Urlaub geht, hat man vielleicht auch noch mal so eine Kühlbox oder was im Auto. Und da reicht eben ein 12-Volt-Stecker im Fahrzeug niemals aus. Und insofern haben wir uns gedacht, Mensch, möchten wir unseren Kunden doch für gerade mal 12,26 Euro die Möglichkeit geben, bis zu 4 verschiedene Geräte anzuschließen. Sie können hier tatsächlich aus einer ganz normalen 12-Volt-Steckdose gleich 2 draus machen und zweimal den USB-Anschluss haben Sie ebenfalls noch mit dabei. Wobei man dazu sagen muss, dass auch weiterhin einer immer noch als Zigarettenanzünder funktioniert. Und das Schöne ist, selbst wenn du irgendwo mal den Handbremsehebel oder sowas dazwischen hast, nimmst du das gute Stück einfach und kannst es jederzeit drehen, wie du es reinsteckst. So oder so ist eigentlich wurscht. Und hier kannst du jederzeit nochmal das Knickgelenk in die richtige Richtung bewegen. Arretieren können Sie es natürlich auch, damit nichts wackelt und scheppert. Und das gilt natürlich für alle Automobile. Ob das jetzt ein Campingbus ist, ob das ein Lastwagen ist, ob das ein Auto ist. Und ganz schnell haben Sie tatsächlich auch alle aktuellen Geräte, die man so laden kann. Smartphones, Tablets, ja, alles das, was mit USB geladen werden kann, eben auch schon hier mit drin. Vielleicht haben Sie ein Auto, was noch keine USB-Ladeschnittstelle hat. Hier für das kleine Geld ist das wirklich eine super Lösung. Natürlich haben wir auch da eine Bestellnummer für Sie. Das ist die PX2033 und die 569. Und jetzt können wir eigentlich nur gute Fahrt wünschen, denn das ist ein Sicherheitsgefühl, das gibt Ihnen kein Beifahrer. Ja.